Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Cooper Island vor. Und bei Cooper Island bebaut jeder seinen Teil der Insel. Cooper Island ist ein Spiel vom Autor Andreas Ode Odendahl mit Illustrationen von Javier González Cava. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren, dauert ca. 150 Minuten und ist bei Frosted Games und Pegasus Spiele erschienen. Der Schiffshund Cooper hat ein unbesiedeltes Island entdeckt. Zum Glück besteht dieses aus mehreren Halbinseln, sodass jeder Spieler eine eigene zum Besiedeln erhält. Daneben erhält man ein eigenes Tableau zur Verwaltung des Materials. Cooper Island verläuft über 5 Runden, die in 3 Phasen aufgeteilt sind. In der Einkommensphase erhalten die Spieler das Einkommen der Handsymbole in ihrem Besitz. Das ist mindestens das Anlegen von einem Doppellandschaftsfeld und einem Inselplättchen. Plättchen müssen angrenzend oder passend gestapelt auf freie Felder der eigenen Halbinsel gelegt werden. Bereits gesammelte Kartografenpunkte erlauben einem dabei Sonderaktionen, um den Bau zu vereinfachen. Zum Beispiel darf kein Plättchen in der Luft schweben. Mithilfe eines Kartografenpunkts kann man aber einen Höhenunterschied von 1 überwinden. Die Inselplättchen sind besonders. Sie müssen ins Wasser ragen. Man erhält sofort den Bonus, der auf dem Wasserfeld abgebildet ist. Immer wenn eine Landschaft gelegt wird, wird ein passender Ressourcenwürfel darauf platziert. Die Höhe der Plättchen bestimmt den Wert dieser Ware. Ein Waldwürfel auf Höhe 3 ist also 3 Holz wert. Jederzeit darf man die Ressourcen einlagern, doch dabei gehen immer alle bis auf eine Einheit verloren. Von den 3 Holz darf man also nur 1 einlagern, der Rest verfällt. In der Arbeiterphase setzt man reihum abwechselnd seine Arbeiter auf die Aktionsfelder in der Mitte ein. Dabei erhält man neue Plättchen oder darf diese auf der eigenen Halbinsel anlegen, kann Boote, die Einkommensboni bringen, kaufen oder Gebäude mit dauerhaften oder einmaligen Boni errichten und so weiter. Außerdem darf man Ruinen von der Halbinsel abbauen oder bereits abgebaute als Statue neu errichten. Dies kann sofort oder später Punkte bringen. Schließlich kann man ein ausliegendes Frachtschiff mit jeder Menge Gold und Tuch beliefern. In der Aufräumphase muss man unter anderem seine Arbeiter ernähren. Immer wenn man Punkte erhält, darf man eines seiner Schiffe vorrücken. Passiert dieses dabei ein Wasserfeld mit Bonus, so erhält man diesen Bonus sofort. Dadurch kann man sogar beim Punkteerhalten weitere Aktionen durchführen. Nach der 5. Runde gibt es noch Punkte für erfüllte königliche Aufträge und Restbestände. Dann gewinnt der Spieler, der die meisten gesammelt hat. Herr Cooper Island ist so ein richtiges Expertenspiel. Alles ist knapp, die Ressourcen sind knapp, die Worker, die man zur Verfügung hat, sind knapp. Das, was man bauen kann, ist knapp. Alles ist irgendwie knapp und mit Punkten wird auch nicht gerade um sich geschmissen. Das heißt, hier haben wir so eins dieser Spiele, wo man wirklich jeden Zug auf die Goldwaage legen muss. Wir haben bei jeder Aktion müssen wir ganz, ganz, ganz genau überlegen, wo setze ich sie hin, wie schaffe ich es vielleicht diese Runde doch noch, die Statue zu bauen, damit es mir noch Punkte bringt. Und wie kann ich jetzt vielleicht das so anstellen, dass ich dann die genug Ressourcen habe, um das zu machen. Und das finde ich wirklich genial. Also solche Spiele liebe ich. Und das ist hier richtig, richtig toll umgesetzt. Und schon mal das Erste, was ich so auch noch nie gesehen habe, ist diese Punkteleiste. Und die ist wirklich besonders, weil man mit seinen Schiffen hier außen rum fährt und immer wieder Sachen kriegt. Das heißt, dass es nicht nur so ist, ich kriege Punkte und trage die ab, sondern beim Punktekriegen kriege ich vielleicht noch genau die eine Ressource, die ich brauche, um dann in der nächsten Aktion wieder das zu machen, was ich danach machen wollte. Und das ist so, so spannend und so toll und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und was ich auch sehr gut finde, ist die Umsetzung in den verschiedenen Spieleranzahlen, dass dieses ganze Spielbrett so flexibel, so variabel ist, dass wir eben bei 2 Spielern tatsächlich auch nur 2 von den Inseln haben und keinen Nachteil dadurch, dass wir länger brauchen, um irgendwie hier beim Gegner vorbeizufahren, sodass wir dessen Boni abgreifen können, weil der Weg dazwischen dann einfach kürzer ist zum Beispiel. Also das allein finde ich, das ist so gut gelöst und zu dritt geht es eben auch, dass man dann halt 3 Inseln hat und nicht einer auf der einen Seite eine weitere Strecke hat, sondern alles genau austariert ist. Und also dieses Spiel hat es mir wirklich angetan. Die Anleitung, die muss ich hier hervorheben, die Anleitung ist super sauber gearbeitet. Die ist wirklich so, dass man, obwohl das Spiel hochkomplex ist und obwohl hier sehr viele Details eine Rolle spielen, man immer sofort die Stelle findet, wo es steht. Und das ist wirklich selten und deswegen hebe ich das auch hier hervor.
Weil schon beim Lesen der Anleitung habe ich gemerkt, ja, es ist alles klar und ich konnte es mir richtig vorstellen, wie das Spiel zu spielen geht. Also wirklich nochmal ein großes Lob an den Redakteur, der diese Anleitung geschrieben hat, an den Viktor, weil die ist wirklich sehr, sehr gelungen. Und das Spiel eben auch. Also ich kann hier wirklich nur schwärmen. Ich habe auch gar nichts zu bemängeln, weil ich es einfach so rund finde. Es ist ein Spiel für diejenigen, die gerne vorausplanen, die wirklich gerne den Zug bis ins feinste Detail für sich oder mehrere Züge sogar einfach planen wollen. Es ist ein Spiel, was kaum oder keine Fehler verzeiht. Und wer das nicht mag, für den ist das Spiel auch nichts. Aber ich mag das eben, deswegen gefällt es mir auch so gut. Und es ist, man kann zwar viele Dinge machen, aber alle sind sehr klar strukturiert. Und das ist hier wirklich irgendwie genial gelöst. Und diese Punkteleiste hat es mir sehr angetan, weil man eben dadurch nochmal irgendwie auch vorankommt. Also es ist nicht einfach nur dieses, ich fahre jetzt vor, habe 5 Punkte gemacht, ich sehe, ich bin vorne. Es ist dieses, Moment, wenn ich jetzt hier fahre mit dem Schiff, dann komme ich ja irgendwann bei dem anderen an und kann seine Boni abgreifen. Das finde ich, das ist wirklich genial. Und es fließt alles so gut ineinander und man hat irgendwie das Gefühl, ich will noch das machen, weil wenn ich hier so ein Schiff baue, kriege ich so einen runden Bonus. Aber gleichzeitig will ich eigentlich auch eine Statue bauen, weil die bringt mir jede Runde Punkte. Gleichzeitig will ich aber auch ein Gebäude bauen, weil das Gebäude bringt mir hier so starke Fähigkeiten, die ich benutzen kann. Und so haben wir irgendwie dieses Gefühl, ich will alles machen, ich kann aber nicht alles machen, deswegen muss ich gucken, was ich davon mache. Und wenn ich mich auf eine Sache spezialisiere, dann habe ich vielleicht nicht unbedingt hier Rundenboni. Dafür kann ich dann hier später mir was freischalten, wo ich dann extra Punkte zum Beispiel nochmal für Statuen bekomme, wenn ich mich stark auf Statuen spezialisiert habe. Auf der anderen Seite muss ich, um hier einen Vorteil zu bekommen, der mir am Ende Punkte bringt, einen meiner Worker opfern. Der ist dann dauerhaft weg, ich muss ihn aber trotzdem ernähren. Also will ich das wirklich oder habe ich lieber mehr Aktionen pro Runde zur Verfügung? Und dann kann ich auch noch hier so einen Worker austauschen durch so einen viereckigen, das hängt zusammen oft mit dem dahinschicken, dann habe ich das, kann ich die gleichen Aktionen machen, aber zum einen habe ich immer einen kleinen Vorteil, dass ich die Aktion besser machen kann und fast noch viel wichtiger ist, ich kann mich dann hier hinsetzen, neben einen und sonst, wenn ich ein Feld benutzen will, wo schon ein anderer liegt, muss ich dem einen Rohstoff abgeben. Aber so habe ich das Feld für mich frei und kann das auch noch machen. Also das ist wirklich so cool durchdacht und so geschickt gemacht, dass mir das richtig, richtig gut gefällt. Das ist vom Expertenspiel schon eins, was am oberen Rand ist, aber eben genau meine Art von Spiel, die ich sehr, sehr gerne mag. Und deswegen kann ich hier nur schwärmen, weil ich es einfach wirklich toll umgesetzt finde und wirklich sehr sauber gearbeitet. Das hat keine Schwächen, sondern da ist alles so gut ineinander eingespielt, dass ich sagen kann, also dieses Spiel kann ich uneingeschränkt empfehlen für Leute, die eben diese Art von Expertenspiel, diese Planerspiele mögen. Natürlich kann die Downtime mal ein bisschen länger dauern, weil man genau überlegen muss. Das hat man aber immer bei den Spielen. Und hier, es war jetzt nicht so, dass es mir sehr negativ aufgefallen ist, dass es lang gedauert hat, bis wieder dran kam, sondern das hielt sich vollkommen im Rahmen. Deswegen wirklich ein richtig, richtig tolles Spiel. Ja, dann hoffen wir konnten euch hier einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.